Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Swisscom, Samsung, Raiffeisen und Helvetia. Willkommen zu Snowsport Inside, Ihrem Skimagazin hier bei Teleclub. Schön haben Sie eingeschaltet. Wir sind hier wieder mitten in den Fans, die ihre Athleten anspornen. Und das wollen wir Ihnen zeigen, was rund um den Weltcup-Zirkus alles passiert, aber natürlich auch, was auf den Pisten abgeht. Und das sehen Sie heute in der nächsten halben Stunde bei uns. Auch heute nehmen wir Sie wieder mit auf ein buntes Intermezzo aus der großen Welt des Skisports. Wir lassen das vergangene Rennwochenende Revue passieren und schauen, was uns in den nächsten Tagen erwartet. Backstage gibt uns Vanya Specher Einblicke auf die vielen Helfer und deren Tätigkeitsbereich während eines Weltcup-Wochenendes. Und im Porträt lassen wir einen der ganz Großen zu Wort kommen, Carlo Janka. Ja, die Athleten, die stehen natürlich im Zentrum da an der Weltcup-Rennen. Für die Zuschauer ist aber das Rundum auch immer sehr wichtig. Und da wollen wir Ihnen ein paar weitere Bilder zeigen. Etwas Feines, um den Magen zu füllen, das braucht es auch an so einem Weltcup-Rennen. Und um da mal hinter die Kulissen zu schauen, bin ich beim Jürg Winkler, er ist der Chefkoch. Du hast einen Haufen zu tun in diesen Tagen, Amix. In diesen Tagen selber nicht mehr so viel, da sind wir bereit. Aber im Vorfeld, um das Ganze aufstellen, organisieren, alles zumieten, kaufen, produzieren, dort haben wir viel zu tun, ja. Was musst du alles organisieren? Was hier innen anbelangt, alles. Das heisst, wir gehen über Tischtücher, Gläser, Geschirr, Besteck, Kühlschränke, Öfen. Es ist alles, was wir eigentlich nicht bei uns haben, weil wir eigentlich ein normales Restaurant sind und nicht ausgelegt auf Catering. Aber wir machen so Sachen ganz gerne halt auch noch zwischendurch. Es ist eine neue Erfahrung für die Leute, die bei mir arbeiten. Eine fantastische Sache. Also einige Tage oder sogar Wochen an Vorbereitung und auch einiges an Personal, das du hier aufbietest. Wie viele Leute sind da im Einsatz? Von uns, aus unseren Restaurationen, sind die 10 Leute jetzt hier, die wir punktuell abgezogen haben aus anderen Betrieben. Also das heisst von Diavoletza über Muttersmorei, über Marguns bei uns oben. Jetzt ziehen wir überall ein bisschen Leute ab und machen das Ganze hier unten. Und die sind natürlich so in der Mittagszeit und Abendszeit vor und nach dem Rennen total im Stress, kann ich mir vorstellen, und brauchen dann nachher 2 Tage Erholung? Nein, nicht wirklich. Wir sind das gewöhnt. Wir machen da schon einen Haufen Essen. Die Fahrerinnen, die sind ja zum Teil auch hier am Essen. Haben die denn noch Spezialwünsche oder nehmen die, was gerade so rumsteht, sind die auch zufrieden mit dem, was andere Leute kriegen? Die Menüs sind ja eigentlich so auch konzipiert, dass wir hier für Sportler ausgerichtet sind. Also wir hatten gestern Teigwaren, heute Risotto für die, die nicht Fleisch essen wollen. Immer viel Herdöpfel, Gemüse ist etwas dabei, Salat. So. Also die sind sehr glücklich auch mit dem. Also das mit den Teigwaren, mit den Kohlenhydraten, das ist ja schon ein wichtiger Aspekt. Ja, das ist ja so, ja. Und dann lernst du die Fahrerinnen auch noch kennen teilweise. Hast du da Kontaktmöglichkeiten? Interessiert es dich auch überhaupt? Skifahren selber interessiert mich schon, Sport allgemein, aber nein, die Fahrer haben weniger Zeit im Ganzen. Und hier sind sie mit ihren Sponsoren, mit ihren Teams unterwegs, wenn sie reinkommen überhaupt. Aber ist noch keiner gekommen, danken, sagen, es war fein. Ehemalige Fahrer schon, ja. Okay. Ja. Also später hat man dann die Zeit? Das wird so sein. Ich kenne ihren Ablauf auch nicht, aber uns ist schon. Wir hätten ja eigentlich immer Zeit. Und du hast jetzt aber sicher wieder etwas zu tun, darum lade ich dich wieder. Vielen herzlichen Dank, Jürg. Und schönen Reste vom Weltcup-Wochenende noch. Das freut mich, danke auch. Ja, spannend, was da alles hinter den Kulissen abgeht und wer für Spannung auf der Piste gesorgt hat am letzten Wochenende. Das zeigen wir Ihnen jetzt in unseren Highlights. Marianne Kaufmann-Abterhalden holte sich in der Abfahrt von Val d'Isère ihren ersten Weltcupsieg. Im Riesenslalom dominierte Tina Weirater das Geschehen und verwies Lara Gut auf den 2. Platz.
Aber auch die Männer lieferten sich in Alta Badia ein spannendes Rennen. Hier fand ein weiteres Kapitel im Duell zwischen Marcel Hirscher und Ted Ligeti statt. Dieses Mal konnte der Österreicher den Riesenslalom für sich entscheiden. Den Anfang in der Abfahrt machte Cornelia Hütter. Der Kurs, der bei ihr ganz einfach aussah, sollte sich für manche Fahrerin als echte Nervenprobe herausstellen. Besonders eine Rechtskurve wurde vielen Fahrerinnen zum Verhängnis. Marie Marchand-Arvier stürzte und musste von Medizinern betreut werden. Besonders bitter war das Rennen für Lindsay Vonn. Nach einem tollen Trainingsergebnis schied sie nach einem Schlag auf ihr lädiertes Knie aus. Die schnellste auf der Strecke war schließlich Marianne Kaufmann abzuhalten. Sie gewann die Abfahrt vor Tina Maase und Cornelia Hütter. It's fantastic. Es ist großartig. Ich habe diesen Sommer und Winter so hart gearbeitet. Und das zahlt sich nun aus. Es ist perfekt. Im Riesenslalom, der im untersten Teil der Abfahrtsstrecke ausgetragen wird, lieferten sich die Damen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nachdem die ersten 15 Fahrerinnen unten waren, bestand zwischen den 11 Bestplatzierten gerade mal eine Sekunde Differenz. Angeführt wurde das Feld von Maria Petilä-Holmner. Doch bei Start Nummer 18 war Schluss damit. Tina Weirather legte einen tollen Lauf hin und holte sich so ihren ersten Sieg in dieser Disziplin. Am Start für den zweiten Lauf hörte ich, dass alle sehr nah zusammen lagen. Ich war erstaunt, mit wie viel Vorsprung ich führte. Doch es war eine harte Situation zu wissen, dass ich gewinnen muss. Ich war das erste Mal in Führung und stand daher sehr unter Druck. Doch ich mag das und es hat ja auch alles gut geklappt. Den Kampf um Platz 2 konnte Lara gut für sich entscheiden. Sie kämpfte sich vom dritten Platz im ersten Durchgang auf den finalen zweiten Platz vor. Ein gutes Ergebnis nach den Enttäuschungen von St. Moritz. In Beaver Creek und St. Moritz bin ich schnell gefahren. Doch ich fahre lieber risikoreich, als viermal runterzukommen und Dritte zu werden. Ich weiß, dass ich im Riesenslalom schnell sein kann, wenn ich keinen Fehler mache. Aber es ist cool, immerhin auf dem Podest zu stehen. Aber auch im Super-G der Männer in Val Gardena hatten einige Favoriten mit der Strecke zu kämpfen. Patrick Küng und Ottmar Striedinger, die mit tollen Ergebnissen in Colorado begeisterten, waren die ersten beiden Opfer. Ihrem Beispiel folgte Ted Ligeti, Matthias Meyer, Manuel Osborne-Paradis und auch Klaus Kröll. Doch einige wussten die Piste für sich zu nutzen. Der Norweger Axel und Svindal gewann das Rennen vor Jan Üdek und Adrian Theo. Für Svindal ist es in Val Gardena der dritte Sieg in Folge. Im Super-G ist die Inspektion sehr wichtig. Denn danach musst du den Kurs für die Fahrt kennen. Im Super-G in Val Gardena musst du sehr präzise fahren, da es viel Terrain gibt. Dieses muss man zu seinem Vorteil nutzen. Ich hatte einen guten Plan und konnte das Rennen glücklicherweise für mich entscheiden. Ideale Temperaturen und Sonnenschein. In der Abfahrt herrschten perfekte Bedingungen für die Fahrer. Das Rennen für sich entscheiden konnte Eric Gay. Eine großartige Leistung des Kanadiers, der diesen Sommer am Knie operiert werden musste. Kanadier haben hier eine lange Tradition. In den letzten Jahren konnten wir hier zwar nicht siegen, waren aber oft auf dem Podest. Wie auch Jan gestern. Dies war ein großer Schritt vorwärts. Es hat mich sehr motiviert für heute. Ich wusste, es wird eine Herausforderung mit knappen Ergebnissen. Und ich wusste, dass Svindal, Jansrud und Manni alles geben würden. Doch ich bin sehr gut gefahren und konnte einige Risiken eingehen. Axel und Svindal sorgte für die größte Enttäuschung. Er konnte sich nicht richtig ins Rennen bringen und wurde Vierter. Die verpassten Plätze auf dem Podest gingen schließlich an Cetil Jansrud und Johan Clary. Noch schlechter lief es für den Norweger im Riesenslalom. Hier wurde er nur 13. Die schnellste Zeit wurde für Marcel Hirscher gestoppt.
Er legte nach einer sorgfältigen Inspektion zwei perfekte Läufe hin und siegte zum ersten Mal auf dieser Strecke. Winning is always very important. Zu gewinnen ist immer sehr wichtig. Besonders wichtig in einem Riesenslalom. Nicht nur für mich, sondern auch für die ganze Welt. Denn es ist hart, wenn Ted die ganze Zeit gewinnt und den Sport dominiert. Wir sind auch tolle Skifahrer und heute konnte ich mir beweisen, dass auch ich in einem Riesenslalom gut fahren kann. Der Rivale Ted Ligety hingegen landete nach einigen Fehlern in der ersten Hälfte nur auf dem dritten Platz. Hinter dem Franzosen Alexis Pintiro auf dem zweiten Platz. Es ist schön, wieder auf dem Podest zu stehen. Natürlich wäre ich lieber Erster statt Dritter geworden. Aber ich denke, wenn man so fährt und immer noch Dritter wird, ist das nicht schlecht. Es ist unglaublich spannend, was da rund um so einen Weltcup alles passiert. Zum Beispiel, wenn Sie mal kurz aufschauen zu der Piste, wo man die blauen Streifen auf der Piste, auf der Strecke sehen. Und ich habe mich immer schon gefragt, Sie vielleicht auch, wer macht das, wie passiert das Ganze? Einer davon, der da, dazu beiträgt, ist der Fritz aus Pontresina. Fritz, du machst das seit 10 Jahren. Hast du da die blaue Farbe quasi unter deinen Fittich? Können wir vielleicht mal schnell um dich herumlaufen, Fritz? Ja. Was ist das da? Da kommt da die Farbe raus. Da hat es eine Lanze. Das ist eigentlich im Prinzip genau das Gleiche, wie man, wie ihr kennt von den Rebbauern. Ja. Dann tut man da hinten irgendein Produkt rein und dann läuft man durch die Reben durch und macht Druck mit dem Hebel, das zeige ich nachher. Ja. Und dann kommt da ein ganz feiner Strahl Farbe raus. Wenn wir dann schauen, dass du nicht gerade auf meine weiße Jacke zielen tust. Darum haben wir blaue Jacke, Vanya. Genau aus dem Grund. Du bist überall schon blau da im Gesicht, ja. Auf deinen Ski. Also du bist gerade am Malen gewesen, oder wie sagt man denn professionell? Ja, wir sind das Farbteam und wir sind heute sind wir 7. hoch. Das heisst, 6 gehen auf die Piste und einer tut oben Farbmisch oder 2 und macht die Farbe parat. Wir haben oben ein Hütchen an der Bergstation und dort ist noch ein bisschen geheizt, da können wir das Zeug warm heben. Und da kommt rein eigentlich, wie schon gesagt, Lebensmittelfarbe, blaue. Und da kommt rein Wasser. Aber weil es kalt ist meistens, heute ist noch, geht es noch, aber meistens ist da minus 10, minus 15. Dann müssen wir noch Alkohol rein tun. Und da kommt etwa noch ein Viertel, je nach Temperatur, reinen Alkohol. Und dann tut das im Frühjahr, wenn es wärmer wird, das verdampft. Auf jeden Fall bleibt nichts zurück. Und das Wasser geht in den Boden. Und wir lachen etwa mal, weil wir hoffen, Munken haben einen blauen Rücken im Frühling. Okay, das habt ihr ja wahrscheinlich noch nicht beobachtet in dem Fall. Nein, bis jetzt noch nicht. Und jeder ist dann so für einen Bogen zuständig oder machen das alle zusammen? Nein, wir gehen meistens auf jeder Seite einen und hinten noch eine Reserve. Weil manchmal langen die Farben nicht bis zu unterst. Heute hat es wenig Strich. Nur die Innenseite der Türli, aber wenn wir abfahren, dann müssen wir auf beiden Seiten eine richtige Schneise müssen wir spritzen. Und wenn es Wetter ist, müssen wir bei jedem Hügel, wo es dann springen, müssen wir Querstrich machen, das sehen in der Tolle drinnen vor dem Hügel, auf dem Hügel und dann, wo es hinten abkumpelt. Dann möchte ich doch mal sehen, dass du das machst. Oder, machst du das mal für mich? Vielleicht da irgendwie ein Sünneli in den Schnee, das passt doch zu dem herrlich schönen Wetter. Schwierig war. Wieso? Ich zeige es gerade. Jetzt machen wir da Druck, wie ich gesagt habe. Ja. Und dann hebt man es am Boden und dann kann man da drauf drücken und macht. Machen wir ein Sünneli. Das ist aber noch tricky, also das ist schwieriger als ein Graffiti-Künstler. Das Schwierige ist, dass man muss einfach die Linie schätzen. Und wenn wir sehr viel Ski fahren, dann sehen wir, wo es durchgeht. Und dann müssen wir immer dort durch, wo es der Fahrer sieht, wo er die beste Linie hat. Wie lange brauchen wir, um so eine Piste zu bemalen? Ja, im ersten Mal etwa eine halbe Stunde. Und dann zwischendurch haben wir noch bei der Fernseh Pause haben wir 4 Minuten und dann verteilen wir uns auf der ganzen Länge und machen jedes Stück für 4 Minuten, dann müssen wir wieder raus. Wow, also gibt einiges zu tun da bei den Farbmenschen von so einem Weltcup. Fritz, vielen herzlichen Dank, hast du uns hinter Kulissen schauen lassen und weiterhin viel Spass. Ich denke, es macht Spass, oder? Ja, es macht sehr viel Spass, es ist sauglatt.
Weniger zu lachen als unser von Fritz gesprayter Smiley hatte in der Vergangenheit unser porträtierter Sportler Carlo Janka. Von Freunden Jenks und von den Medien Iceman genannt, ist er kein Mann der großen Worte. Lieber überzeugt er mit Taten. Im Riesenslalom Super-G, Abfahrt und Superkombi. Der Erfolg wurde dem Olympiasieger von 2010 in den letzten Saisons aber verwehrt. Wo liegt heute sein Fokus? Ja, man setzt sich eigentlich schon während der Saison schon genug lang mit dem auseinander und dann muss man den Fokus wirklich immer noch schnell nach vorne bringen. Und das ist mir eigentlich nicht so schlecht gelungen, da habe ich sicher auch viel dazugelernt schon in den schlechten Jahren jetzt, wenn man das Positive von diesen Jahren auch raus sehen will. Und ja, wenn nach vorne schaue, ist sicher kein falscher Gedanke, wenn es nicht so gut läuft. Selbstvertrauen, das Zaubermittel. Wenn man Selbstvertrauen hat, dann geht alles umso einfacher. Aber das muss man sich auch zuerst erarbeiten, das Selbstvertrauen durch gute Resultate. Also ja, man muss alles zusammenspielen, sonst kann man sicher kein Rennen gewinnen. Und da zählt der mentale Faktor sicher auch gross dazu. Ja. Gerade nach der verkorksten letzten Saison musste sich Janka mental fit halten. Ja, natürlich mein Gefühl, besser zu machen als letztes Jahr. Also letztes Jahr war eine schwierige Saison für das gesamte Team, für mich persönlich auch sehr. Außer der Podestplatz im Wengen hat wirklich nicht viel rausgeschaut. Und das Jahr Olympiasaison müssen wir das natürlich wieder ändern und an alte Zeiten nachknüpfen. Die Ziele sind gesteckt. Auch die Vorbereitungen liefen positiv. Dennoch, außer in Beaver Creek, schaffte es der 27-Jährige in dieser Saison nie unter die besten 10. Inwieweit ist er mit seinem großen Erfahrungsschatz ein Vorbild im Team? Was kann er weitergeben? Ja, weitergehen in dem Sinne, machen einfach so, wie sie machen. Und wenn man von dem etwas abschauen kann, dann ist es gut. Und wenn es die anderen anders machen, ja, kann man auch nichts dagegen sagen. Also, ich probiere einfach professionell weiterzuarbeiten bis anhin. Und wenn jemand sich davon scheinbar abschneiden kann, dann ist das okay. Also, und sonst bin ich auch nicht böse. Nein. Der Iceman geht seinen eigenen Weg. Carlo Janka will es nochmals wissen. Wenn wir uns nach dem Olympiawinter zu einem alkoholfreien Bierchen wiedersehen würden, was könnte er uns alles erzählen? Ja, hoffentlich habe ich viel erzählen. Also ja, Sochi habe ich sicher vor, um etwas zu reissen. Natürlich muss es auch vor Sochi einigermaßen gut laufen, weil jetzt sind halt noch jetzt Nachwehen von dieser Saison schleipe ich halt noch mit den schlechten Startpositionen. Die muss ich möglichst schnell verbessern und dann hoffe ich, dass es doch etwas Tolles gibt in dieser Saison. Das Traumschlagziel wäre, ja, wenn es heißen würde, dass der Iceman zurück in den alten Zeiten wäre, wie anno 2010 oder 2009. Kann er sein Profil nochmals schärfen? Wir werden sehen. Viel Training, viel Disziplin ist angesagt bei den Athleten und Athletinnen im Schweizer Skiteam. Aber bei den Zuschauern, da gehört für einen perfekten Tag am Weltcup natürlich auch ein schöner Après-Ski-Endspurt dazu. Bei mir ist es ein hundsgewöhnlicher Öpfelpunsch, aber bei den Leuten auf der Strasse, da gehört einiges mehr dazu für den perfekten Abschluss. Was ist Ihr Lieblings-Après-Ski-Getränk? Après-Ski-Getränk habe ich gerne Champagner-Küppli oder ein Rum, wie sagt man, Puncher-Rum. Ja, etwas warm. Oder auch nur Tee, Schwarztee. Das geht auch. Tee? Das ist total ernüchternd. Ja. Fachsprache nach dem jetzt. Und das wird nicht einmal länger dabei. Höchstens ein Bierli. Ich bin eigentlich der klassische Biertrinker. Aber klassisch. Ramazzotti, Schimmli, Flümli. Ja, alles, was es gibt. Wir sind da sehr robust. Hart im Nehmen. Wir saufen alles. Après-Ski kennst du wahrscheinlich auch selbst. Ja, mit dem selber Skifahren, ja, das kennen wir gut. Und was ist jetzt so dein Lieblingsgetränk? Jagertee. Das Après-Ski-Getränk per excellence. Wie? So viel zum Publikum am Weltcup. Wie aber sieht man diese Thematik unten im Tal? Ja! Oh, das sind Skifans! Das sind Skifans! Hoi zusammen! Warum hier St. Moritz? Schönes Skigebiet. Haben wir Kulissen. Ja? Après-Ski? Nein. Ich denke kein Alkohol. Ohne zu lügen.
Mal, jetzt müsst ihr schnell halten. Einer bleibt stehen und genau der verwünscht. Was du so kannst wissen? Wie viel? Nur was? Was? Lotz, Bier, Glühwein, Rotwein, alles. Gepflegt lässt man es sich am St. Moritzer Après-Ski gut gehen. Und mitten im Getümmel hat Vanya noch eine unangetastete Perle entdeckt. Es sieht ganz danach aus, als ob wir hier am richtigen Ort wären, um herauszufinden, was ein Après-Ski-Getränk ist. So, wer bist du? Ich bin der Gentleman Schappenzeller und ja, Chef von dieser Bar. Und als solcher kann er uns sicher auch gleich ins Geheimnis des Après-Ski-Drinks einweihen. Sollen wir das mal zusammen machen? Après-Ski-Drink, das ist der 1837, das ist... Das klingt gefährlich. Das ist sehr gefährlich. Das ist genau die Höhe von der Gondel, wo sie im Moment steht. Also auf 1837 Meter sind wir da. Sind wir da, genau. Du hast das persönlich gemessen. Sozusagen, ja. Was ist jetzt drin? Das ist ein Geheimrezept. Das muss man vorbeikommen und probieren. Also es ist Dampf. Ja, jetzt also wird dampft. Wenn es funktioniert. Sollen wir den etwas aufheizen da? Es ist so ein bisschen Baileys-mässig. Oh, das ist etwas für Frauen, ha? Das ist für Frauen. Und mehr als eine ist schwierig. Ja. Das ist aber kein gutes Geschäft machen. Ja, wir haben auch anderes Gutes. Und jetzt tun wir da drin noch zusätzlich einen Kaffee rein, dass es noch etwas besser aufputschender wirkt, sagen wir es mal so. Und nachher kommt noch Zimt drauf. Ja, aber das müsstest du eigentlich schon richtigen Zimt nehmen, nicht so Pülferli. Ja, also. Ich muss ihm noch ein paar Tipps geben. Du, wir sind, das ist hier ein Start-up-Unternehmen. Wir müssen aufs Geld schauen. Gut, nein, nein, wir sind sehr fair, auch mit den Skilehrern und so. Wir haben hier gute Deals. Es ist auch sehr weihnächtlich geworden. Und jetzt haben wir hier noch so ein schönes Ding drauf: ja, Kaffeebündli. Ja. Und das ist so unser Signature Drink. Und jetzt darfst du gerne mal probieren. Für mich nicht, aber ich denke, du trinkst jetzt den auf X. Zeigst du uns das vor? Okay. Das ist richtig. Ich muss heute noch arbeiten. Wir haben viele Leute vielleicht muss heute. Der so sein? Der muss so sein. Zwei Schichten. Ja. Jetzt kann man den mal trinken. Mm. Das ist einfach sensationell. So etwas Weihnachtliches auch mit dem Zimt. Ja, also du hast sehr viel Zimt drin. Ja, ja, genau. Das muss so sein. Und das Gutsli dazu fehlt noch. Ja, das macht nichts. Das also braucht es nicht. Ja, das kommt im Après-Ski, kommt es auf das nicht drauf an. Nein. So geht sie also, die perfekte Zauberformel für einen Après-Ski-Drink. Mal schauen, ob die Herren hier den auch kennen. Der Herr 1837er Après-Ski-Drink. Kennen Sie den? 1837er Après-Ski-Drink? Noch nie gehört. Nein, dort war ich noch nicht auf der Welt. 1837. Hat, glaube ich, etwas mit den Höhenmetern zu tun? Ach so. Nein, kenne ich nicht. Was trinken ihr denn? Aperitif. Ja, so ein Après-Ski. Après-Ski. Ja, ja. Ja, am liebsten eine Stange. Ganz einfach. Mal schauen, wie es am nächsten Wochenende aussieht mit Après-Ski und natürlich vor allem auch Weltcup-Rennen. Was uns hier erwartet, das sehen Sie jetzt. Der Skirennzirkus lässt den Athleten auch über die Festtage nicht viel Zeit zum Durchatmen. Die Männer treten bereits am 27. Dezember wieder in Bormio zum Abfahrtstraining an. Die Frauen fahren am gleichen Wochenende in Lienz einen Slalom und Riesenslalom. Jetzt sind Sie an der Reihe. Sie wollen von einem Ihrer Skistars etwas ganz Bestimmtes wissen? Senden Sie uns Ihre Frage an chat@teleclubsport.ch und mit ein bisschen Glück wird Vanya Specher in einer der nächsten Sendungen sich mit einem der Skistars zu genau Ihrer Frage unterhalten.
Jessica aus Cham möchte heute gerne wissen, was die Frauen eigentlich so noch anhaben unter dem Dress, unter dem Skidress. Was treibt man da? Ja, nach der Tina Mose-Affäre, glaube ich, ist das schon ein bisschen Licht ins Dunkel gebrungen worden. Wir haben nicht viel an. Also eigentlich sagen sie, dass das Schnellste ist, wäre eigentlich gar nichts anzuhaben. So weit gehen wir jetzt doch nicht. Wir haben so einen speziellen Unterziehanzug, ein Hauch aus nichts, aber nicht sehr sexy. Also es ist eher gedeicht schnell zu sein, als gut uns zu sehen. Und auch nicht unbedingt warm zu haben, oder denkst du da gar nicht dran? Nein, gar nicht warm, wirklich. Also es ist arschkalt, aber man tut ja wirklich bis zum letzten Moment warten am Start, in einem warmen Kleider, zieht die ab, fährt schnell im Brille und lädt sie wieder an. Von dem her geht es schon, aber nichts von allem, was wir anhaben, ist konzipiert zum Warmgehen. Dies hätte Ihre Frage sein können. Sie wollen von einem Ihrer Skistars etwas ganz Bestimmtes wissen? Senden Sie uns Ihre Frage an chat@teleclubsport.ch und mit ein bisschen Glück wird Vanya Specher in einer der nächsten Sendungen sich mit einem der Skistars zu genau Ihrer Frage unterhalten. Das war es schon bald wieder von unserem Magazin Snowsport Insight hier bei Teleclub. Auch heute haben Sie zum Abschluss wieder die Chance, coole Preise zu gewinnen bei unserem Wettbewerb. Sie können mitmachen, wenn Sie folgende Frage, die unten eingeblendet ist, beantworten. Schicken Sie die richtige Lösung per Mail an wettbewerb@teleclubsport.ch oder an die Adresse eine Postkarte schicken, die unten eingeblendet ist. Einsendeschluss ist der 1. Januar 2014. Und zu gewinnen gibt es zum Beispiel 500 Franken in Bar von Raiffeisen oder eine exklusive Heißluftballonfahrt von Helvetia gesponsert. Der dritte Preis, den Sie auch abstauben könnten, ist ein Samsung Galaxy S4 Active von Swisscom. Verpassen Sie also nicht mitzumachen. Bis am 1. Januar haben Sie sicher noch Zeit, hier Ihre richtige Lösung herzuschicken. Und dann hoffe ich, Sie geniessen noch die letzten paar Tage vom 2013 und wünsche Ihnen eine ganz schöne Zeit. Bis bald und bis nächste Woche zu Snowsport Insight. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Swisscom, Samsung, Raiffeisen und Helvetia.